Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge gemütlicher Stranded Alien Dawn. So, wir schauen mal hier. Alles angepflanzt? Nö, aber... Oh, Musiknacht! Schläft, kümmert sich um Fackel. Lara, Musiknacht! Okay, sie ist einfach müde. Ah, Jack ist weg. Jack ist weg! Ja. War eine kurze Musiknacht. Lara feiert noch. Das ist okay. So, bei Emily. Ich bin reich, spaßige, frohe Natur. Welches wohl? Verrottene Kürze ist okay. So, was haben wir da? Trümmer zu durchsuchen, als ich etwas wühlen hörte. Lauschte dem Klirren von Metall. Schnaubende Kreatur. Ich sehe ein Riesen-Insektoiden-Kreatur, die nach etwas unter dem... Ich machte mir das Überraschungsmoment zunutze, sprang aus meiner Deckung hervor und jagte der Kreatur einen gehörigen Schrecken ein. Sie floh humpelnd und konnte dabei einen Blick darauf, wonach sie so eifrig gegraben hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine völlig verrottete Leiche. Ich begrub die arme Seele so tief wie ich konnte und sammelte etwas Schrott. Ist okay. Ach ja. Immerhin. So, wenn Jack zurückkommt, würde ich gerne hier weiterbauen. Aha, vielleicht sollte man hier die Bäume auch noch erledigen. Hier. Ja, Überlebende. Schneiden. So, 3 Uhr früh. Ist er? Nein, ist er noch nicht. Ich habe gedacht, Jack kommt schon zurück. Ach ja. Naja. So, wir müssen weiter forschen außerdem. Aber jetzt so im Frühjahr, im Sommer. Ach ja. So, sehr gemütlich, ausgezeichnet. Das Antibiotika sind fertig. Die beiden Damen essen gemeinsam. Lara hat meisterhaft gezehrt, verzehrt. Kann Lara da was bauen? Das wäre schön. So, Emmeline kümmert sich um die Destillerie. Naja. Emmeline, kannst du da was bauen? Nein. Kannst du da was bauen? Nein. Kannst du da was... Nein. Emily, kannst du Holz holen? So, sehr gut. Na, wird doch. Pflanzt noch Bäume, auch das ist gut. Ah, Jack ist wieder da. Wie geht's ihm? Er hat Burnout. Schlief im Freien. Schläfrig. Kümmert sich um den Heißluftballon. Ach, Jack, mach Pause. Jack? So, Emily. Okay, Emily transportiert Holz, das ist gut. Wie viel Metall hat er denn eigentlich gefunden? Ja, 70, bin ich zufrieden. So, Jack, wir wollen dir Kochen beibringen, schon langsam. Fleischsuppe, mach das mal. So, Moment, Emily. Ich hätte da was Spezielles vor. Kannst du noch mehr Holz transportieren? Ich danke dir. So, das Fade kann entfernt werden, das Fade kann entfernt werden.
aber dann wird automatisch nachgepflanzt. Will ich ja vielleicht gar nicht. So, Jack kocht. Super. Lara pflanzt. Auch super. Ja, da kommt sie in Euphorie beim vielen Pflanzen. So, Jack, wie geht's dir jetzt? Naja. Ja, Jack wird bald schlafen. So, super. Emmeline, wie sieht's hier aus mit Holz? Da liegen noch Holztrümmer rum. Aha, hier. Jack will das mit dem Gär fassen, naja. Hungrig wie ein Wolf. Haben wir was drin? Ah ja, ein bisschen Fleischsuppe. Jack hat sich um die Fackel. Sie hat Spaß hier. So, und Jack geht essen. Das ist wichtig. So, Moment. Emmeline, da liegt Holz rum. Mach das mal weg. So. Oh, da gehen die Windräder aber heftig ab. Sehr gut. Hoffentlich wird sie nicht vom Blitz getroffen. Ach ja. So, Pilze, was haben wir hier? Süße. Diese Dinger haben wir da. Großartig. Aber. Öle und Fette. Wir brauchen wieder Öle und Fette. Wir müssen uns um Öle und Fette auch wieder kümmern. Okay. Und Lara sollte echt forschen, aber im Moment geht's halt noch nicht. Super. Check. So, Emmeline kocht noch. Kümmert sich um Destillerie, was die sich immer um die Destillerie kümmert. Naja. Sollte mehr kochen. Einfach mehr kochen. Ja, auf jeden Fall Alkohol rein. Super. So, Emmeline. Pflanzenöl. Dankeschön. So, Jack. Ich hätte echt Freude, wenn wir das Haus langsam fertig bekommen. Das Lagerhaus. Verrottet, ja, okay. Wunderbar. Jack, ich hätte echt Freude, wenn wir das Lagerhaus langsam fertig bekommen. So, Jack, bevor du isst, mach hier mal Pflanzenöl. So. Lara erntet die Pilze, großartig. Das und das, sehr gut. Check fertigt an. Freut mich ja. Transportiert die Öle weg. So, kümmert sich um Destillerie. Nö, Check. Ach komm, mach nochmal Öle. Bevor die verderben. So, dafür bekommt Lara einen Obstkuchen. Sehr gut. So. Lara geht ernten, Emmeline kocht, Jack.
machen wir das mit der Holzwand. So, check. Transportier bitte mal das Altmetall. Sehr gut. So, Emily, nö. Briggs, Kroketten. Na gut, kümmer du dich um die Fackel, ist okay. Nö, Jack. Wir müssen ja hier schön langsam mal vorankommen mit dem Häuschen. So, Emily kocht, das gefällt mir ganz gut. Lara macht Pause, die war schon ganz schön fleißig hier. Aber bevor Lara Pause macht, würde ich sagen, hier nochmal Pflanzenöl. Warum, weil gut. So. Sehr schön. Oh, wie die beiden gemeinsam schlafen gehen. So, was haben wir da drin? Schau nochmal hier. Ja, nix. Emily, ich hätte gerne, dass du kochst noch. Backe Brot. So, hier Brot. Danke. Ja, ich weiß, es weckt sich eh von allein dann über Nacht, aber wichtig. Haben wir da noch was markiert hier? Irgendwo bei den Phasen? Nö, alles gut. Oh, Sicherheitssignal. Okay. Ich würde gerne aber Jack nicht wegschicken. Jetzt auf Expedition. Ich befürchte nämlich, dass dein nächster Angriff steht bevor. So, alle schlafen, das ist super. Erholung ist wichtig. Lara geht essen. Großartig. Was haben wir da? Extreme Hitzewelle. Na super. So, Lara will sitzen. Jack will sitzen. Oh, Hitzewelle. Trink Kaffee. Okay. Was haben wir da? Trinkt Alkohol. Trink Kaffee. Ja, setzt euch zusammen. Das ist schön. Das ist schön. Das macht mal. So, Emily. Ja. Machst du mal das hier? Lara. Machst du mal das hier? Und Jack? Ich hätte gerne, dass du nicht unbedingt draußen bist. Aber ich würde mich freuen, wenn du hier. Synthetische Stiefel. Ah, ja, mach mal. Los geht's. So, Moment. Lara, einmal noch. Das Öl. Emily, einmal noch. Das Öl. So, Jack ist mit den Stiefeln fertig. Finde ich gut. Was brauchen wir denn für die Weste? Metalllegierungen. Ja, aber Jack. Lara, noch nicht ernten. Bei der Temperatur hätte ich gerne. Grenzwert erreicht, okay. So, Emily. Machen wir das mal. Aggressive Tiere, super. Na, großartig. Jack hat Anfertigung 8 erreicht. Wahnsinn. Das ist cool. Jack kümmert sich ums Gärfass. Yeah, transportiert das Bier. So, Jack kümmert sich ums Gärfass. So, aggressive Tiere, wen haben wir denn? Explosive Skarabäe. Na toll. Na toll.
So, machen wir noch Öle. So, wunderbar. Müll, check. Machen wir noch hier Öle. Schlachtschiff. Ja, können wir dann auch machen, aber nach dem Tierangriff. So, Lara noch nicht ernten. Haben wir Heysalben genug drinnen? 7 Stück haben wir drinnen. Eigentlich ist das ganz gut. Lara, stell dich da mal bitte an den Forschungstisch. Direkt Ausrüstung an, gefällt mir, finde ich gut. Jawohl. So, check. Wir haben da wieder kein Essen drin. Okay. Ah, Emmeline. Sie ist aber gleich fertig. So. Fleischsuppe. Das kann er. Okay. So, Lara geht schon. Bitte stell dich da drauf. Emmeline. Transportiert fertig. So. Emmeline. Einberufung. Hier drauf. So, Jack transportiert irgendwas. Macht das schneller, Jack. So, nein, koche nicht, sondern Einberufung. Hierauf. Mit dem schönen Pulsgewehr. So, 43 Grad draußen. Wahnsinn. Ah ja, Sommer. So, sie kommen von. Ui. Sie kommen von da. Sie kommen von da. So, wir machen den mal. Wow. Aha, so, dann mal runter mit uns. Was für ein wilder Angriff. Naja. So. Schauen wir hier mal her. Wir haben 2 Jonos Schlachten. Scheren. Schlachten. Explosive Schlachten. So. Ja, ausgezeichnet. Wir haben hier. Einberufung aufheben. Schlacht mal die Jonos. So. Check. Aufheben. Schlacht mal die da. Und Emmeline, Einberufung aufheben. Mach das mal so. So, meine Lieben, aber wir sind gleich am Ende der Folge angelangt. So, der Angriff war da. Jetzt könnten wir den guten Jack gleich zum Sicherheitssignal schicken. Ach, schön. So, Nervenzusammenbruch, Emmeline. Emmeline geht schlafen. Wie geht's ihr denn? Oh, hungrig wie ein Wolf. Obstkuchen, koche Haferbrei. Das geht schnell, mach Haferbrei. Ohnmächtig, zu müde, okay. So, die beiden gehen schlafen, super. Sie ist halt mal ohnmächtig. So, was für ein Angriff. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.